Splashdown. Der Drache ist gelandet. Pünktlich um 20.48 Uhr landeten die beiden NASA-Raumfahrer Bob Behnken und Doug Hurley wieder auf der Erde. We see Splashdown and Mains Cut. Dragon Endeavour has returned home. Das Besondere, zum ersten Mal seit den Apollo-Zeiten in den 70er Jahren kam es zu einer Wasserlandung. Die Kapsel Endeavour wurde von 4 Fallschirmen abgebremst, kam vor der Küste Floridas nahe der Stadt Pensacola im Golf von Mexiko auf. Schon knapp 10 Minuten später erreichten mehrere Boote die Kapsel. Gegen 21.17 Uhr wurde sie aus dem Wasser gehoben. Die erfolgreiche Mission der Crew Dragon ist ein Meilenstein für die US-Raumfahrt, die seit 2011 auf russische Raketen angewiesen war. Entsprechend groß wurde sie gefeiert, als die beiden Weltraumveteranen am 30. Mai Richtung ISS geschickt wurden. America has launched. So rises a new era of American space flight.